Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Pecky zu einer weiteren Folge von Transport Fever. Und wir haben letztes Mal unsere Güterlinie nach Bodenkirchen noch gemacht. Sprich, wir haben jetzt eigentlich eine erste Verbindung, eine komplette Verbindung neu wieder generiert. Von hier hinten nach hier vorne und von da gehen wir dann wieder zurück nach Bodenkirchen und haben da den Abnehmer. Nun geht es jetzt aber darum, noch Fahrzeuge zu installieren. Das brauchen wir natürlich. Wir haben auch die Linien hier schon mal gesetzt. Jetzt kommt noch die Linie dran, oder wir machen gleich zwei Linien, von einmal hier vorne. Wir kommen von der Rohöllinie, fahren hier alles durch, nach hier unten und wieder zurück. Gucken wir, ob das hier alles funktioniert und seine Richtigkeit hat. Ich denke es schon. Ja. Hier doppelspurig, alles gut. Hier auch wieder doppelspurig, auch gut. Da können wir nämlich mit drei Wagen dann auch fahren. Dann hätten wir hier Zug, Güter, was ist das? Rohöl. Gut. Und hier wäre dann Zug, Güter, das wäre Treibstoff, müsste Bodenkirchen, genau, nicht müsste, es ist Bodenkirchen. So, ich habe auch gemerkt, dass letztes Mal irgendetwas mit dem Mikro nicht funktioniert hat, aus welchem Grunde auch immer, ist irgendwie die Aufnahme ein bisschen vermurkst gewesen. Also man hat zwar Ton gehabt, aber die Qualität, die ist da irgendwie, keine Ahnung, was da wieder passiert ist. Wie gesagt, ich habe immer nie etwas verstellt, auf einmal sind Sachen anders. Ich weiß nicht, wenn da vielleicht das Aufnahmeprogramm hier ein Update hatte oder so und dann irgendetwas hat es mir dann verstellt. Aber das, was letztes Mal auch wieder passiert ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich, macht eigentlich gar nichts. Ich starte die Software und das Spiel und ja, mehr mache ich gar nicht. Aber naja, das sind andere Themen und das ja, stört euch wahrscheinlich. Aber ich kann da irgendwie manchmal einfach nichts machen, weil ich selber nicht weiß, was ich dann falsch mache. So, und auch hier die Linie noch nach hier unten. Genau. So, das hat funktioniert mit der Doppelspurigkeit. Perfekt. Da könnten wir eigentlich hier Gleis, das ist Gleis 1 eher verwenden. Ja, nehmen wir das. Gut. Dann brauchen wir hier natürlich dann die Fahrzeuge, das ist klar. Und hier natürlich auch. Hier können wir schon mal ein paar Fahrzeuge nehmen. Gucken wir doch mal, was wir so unterdessen Großes haben. Uiuiui. Uiuiui. Okay. Ich glaube, das ist eher ein bisschen Deko-Sachen hier zum Herumdüsen. Naja, Kapazität 9 macht mehr Krach als etwas anderes. Die Feuerwehr, naja, kann man natürlich auch für etwas anderes dann verwenden, aber natürlich etwas, was in die Stadt führt, ist auch ganz klar. Aber da müsste man mal gucken, ob wir da dann etwas Kleines nehmen oder vielleicht so als Gag. Man könnte das vielleicht mal nehmen, aber auch 20 Kapazität, das haben wir natürlich bei weitem noch nicht. Aber vielleicht so in diese Richtung da, dass wir solche Teile hier nehmen. Da brauchen wir, haben wir nichts. Treibstoff, den könnte man verwenden. Der hätte auch Treibstoff. Man könnte natürlich auch den nehmen. Mit, ja komm, den nehmen wir jetzt mal. Das machen wir, diesen Gag. Da haben wir mal 20. Eins. Und hier nehmen wir auch einen. Haben wir zwei unterschiedliche.
Ich glaube, das sollte mal für den Anfang soweit genügen. Zwei Stück, mehr brauchen wir mal für den Anfang nicht. Das wäre dann so, LKW Güter, Treibstoff, Bodenkirchen, genau. So, das müsste eigentlich dann, gehen die mit Sirene weg? Nö. Nö, aber wir haben da etwas. Ja, die transportieren Güter, sollen sie. Ja, dann haben wir etwas, was hier in der Stadt so rumdüst. Dann brauchen wir natürlich den ersten, der hier, ja genau, ha, die fahren jetzt mal ein bisschen gratis hin und her. Wir wollten ja eigentlich, das war ja eigentlich ganz am Schluss von der letzten Folge, hier noch den Anschluss machen. Richtung, so, hier hinten dann für unser Depot. So, unser Depot, das schütten wir da mal groß auf. Klappt schon mal nicht. Zu extrem. Kein Thema. Wir machen das auch korrekt, indem wir da mal das ganze Teil größer machen da. Da, mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Wir können da schon relativ... Yeah. Könnte hier funktionieren. Doch, es funktioniert auch so. Machen wir das auch mal. Da muss er ja nicht mit was für ein Tempo da rauskommen. So, und dann hier hinten weiß ich noch gar nicht, was wir so anstellen wollen. Aber wir könnten ganz sicherlich was sehr Cooles da machen. Nein, da schütten wir alles auf. Ja, es geht halt eben wieder runter, das ist das Problem. Aber wir könnten ziemlich sicher das Ganze angleichen. Ja. Ja doch, das geht irgendwie dann schon. Dass wir da das Depot, müssen ja nicht, weiß Gott, was für ein verrücktes Depot machen, aber einigermaßen da, dass wir... Wie gesagt, mit einer Drehscheibe, das schwebt mir so ein bisschen vor, aber das sehen wir danach. Jetzt glätten wir das Ganze noch wunderschön. So, und hier natürlich auch. So, jetzt gehe ich damals ins Extreme rein. Weil wir müssen ja hier unten dann das Ganze auch noch mit der Straße dann machen. Ja. Die Straße, die geht dann jetzt irgendwie dann unten durch. Das gucken wir uns dann noch genauer an. So, jetzt machen wir noch den ganz kleinen da. Oder nicht, ja. Nehmen wir noch einen größer. Vielleicht geht der, jawohl. Und jetzt kommt gerade der Autosave. Jetzt wollte ich hier doch gerade noch das Ganze ausmisten, beziehungsweise wieder gerade machen. Ja, ging schneller als gedacht. Sonst hat er immer so lange. Ja, ich habe natürlich mal wieder den Textur-Cache gelöscht, weil... Ja, ich denke, dass es Sinn macht, den ab und an einfach wieder zu löschen. Dann läuft das Spiel wieder für ein paar Folgen sauber rund und dann muss ich das Ganze wieder machen. Das ist ja immer relativ einfach gemacht, aber dafür haben wir das Problem dann nachher auch nicht mehr. So, und jetzt ganz kurz hier unten die Straße verbinden, weil das sieht dann sicherlich auch noch ganz cool aus hier. Haben wir welches Verbindungsstück? Oh, was machst denn du da? Aha, ah, das ist ja die Straße hier. Geh mal weg. So, jetzt müssten wir da unten durchkommen. Ja. Jetzt müsste ich aber noch die große Straße haben, genau. Oh, was ist das? Ah, das ist das andere Tunnel. Okay, das nehmen wir auch gleich. Oh, sieht doch ganz nett aus, wenn die da unten durchgehen. So, das geht noch weg hier. Perfekt. Ja, das gefällt mir. Hier so an der Seite entlang. Machen wir noch ein bisschen größer. Das war jetzt einer
viel des Guten. Hier noch das dann noch mit Bäumen machen. Boah. Freue mich da schon darauf, das dann ein bisschen zu modifizieren hier. So, jetzt gehen wir aber nach hier hinten und machen uns mal dieses Drehteil hier. Und für das mache ich zuerst mal eine Speicherung. Das weiß ich nicht, ob es dann auch funktioniert. Das wäre dann natürlich schade. Falls nicht. Und dann nehmen wir unsere Drehscheibe hier im Depotbereich. Hier. Und das ist dann so, wow. Number of roads of the right side. Okay. Auf der rechten Seite. Okay, nehmen wir mal so viel. Dann haben wir Sheets. Oh, was macht er jetzt? Okay. Ja, ich dachte schon, weil er immer so lange hat. Aber dann haben wir hier die Häuschen noch. Wir können natürlich auch ein paar offen lassen, ist auch ganz klar. Auf der linken Seite nehmen wir... Gut, das ist jetzt ein bisschen human ausgedrückt. Auf der linken Seite wir da ein bisschen mehr nehmen. Ja, gut, mehr sind es nicht unbedingt. Halt, jetzt habe ich da einen auf der rechten Seite genommen. Oh, da müssen wir jetzt aber wirklich aufpassen. Sind die auch zu? Wir haben aber jetzt eigentlich nur 5, obwohl wir jetzt eigentlich hier 6 markiert haben. Wenn wir einfach überall 5 Bedachte nehmen. Oder hier noch 2. Ah, das ist der falsche gewesen. Hier noch 2 ohne Dach. So, machen wir das mal so. Dann setzen wir dich hier hin. Das klappt natürlich schon mal nicht. So. So, dann mal glätten da wieder. Oh, da kommen wieder neue Sachen. Sehr schön. Gucken wir uns nachher gleich an. Jetzt nochmals hier die Drehscheibe. Ja, jetzt passt es hin. So, dann können wir das natürlich nachher auch einigermaßen schön machen hier hinten. So, das Ganze noch ein bisschen glätten da. Und danach können wir da dann die Züge noch rausholen. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen viel Depots hier. Aber das ist auch viel besser jetzt, dass es hier alles Depots sind. Ich glaube in Train Fever gab es dasselbe auch. Oder auch in Transport Fever gibt es eine andere Mod. Und dann konnte man eben nicht überall die Züge rauslassen. Hier nun aber funktioniert es. Die Drehscheibe selbst natürlich nicht. Die bleibt immer auf derselben Position. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. So, jetzt hat es irgendwo geknallt da oben. Nein, es hat nicht geknallt, sondern versuche mehr Einheiten abzutransportieren. Okay, das ist nicht so schlimm. So. Da können wir natürlich auch mit Fake-Sachen arbeiten, das ist auch ganz klar. Und vielleicht geht es da noch eine andere Richtung. Und ja, da können wir noch ganz viel machen. Hier hinten gefällt es mir noch nicht so ganz. Jetzt sieht es besser aus. Gut, also. Dann können wir das hier hinten dann mal noch schöner machen. Jetzt geht es mal darum, noch die Züge zu holen. So, wir haben jetzt hier ein Depot, wir haben da ein Depot, wir haben überall ein Depot. Aber ich glaube hier kommen sie nur bis da vorne. Und dann ist dann Endstation. Also wir müssten hier wahrscheinlich, wenn wir den ändern von den Kabäuschen her, gehen wir da zurück. Weil wir können da... Oh, jetzt hat er es nicht angewendet. Jetzt. So, dass wir da ein paar mit Häuschen haben und ein paar, die dann offen sind. Dass man eben auch die Züge dann sieht. So, jetzt gefällt mir das dann wieder nicht. Weil sonst sehen wir eben die Züge nicht. Wenn man hier eine einigermaßen Fläche hat. Und das kann man natürlich dann mit einem schönen Zaun machen. Perfekt. So, jetzt holen wir uns mal zuerst aber... Oh.
Können wir da gar keine Züge holen? Oder nur der... Oh, ich muss da mal gucken. Ich weiß es gar nicht. Hier ist eigentlich der gedenkt. Aber ein Zugdepot. Ja, dann wäre es der hier eigentlich. Müsste der funktionieren. Schauen wir nochmal. Wir brauchen... Oder wir nehmen uns... Oh, eine Diesellok. Könnten uns so eine hier nehmen. Und zwar... Ja, ich weiß gar nicht, ob die für das... Oder wir könnten so eine nehmen. Die hat auch noch ein rechtes Tempo drauf. Und das für... Ja, die ist dann für zwischendurch. Kosten aber doch noch einiges. Günstiger als wenn man diese verwendet. Okay, dann nehmen wir zwei solche. Oder nur mal eine. Und dann gucken wir. Die hat natürlich schon ein bisschen mehr Power. Gut, wir nehmen mal diese hier. Dann sehen wir es ja, ob es genügt. Dann brauchen wir das für Öl. Öl haben wir ganz viel verschiedene. Unterdessen, wir können natürlich auch einen Mix machen, dass wir von allen ein bisschen haben, wenn wir da schon ganz viel unterschiedliche haben. Da müssen wir mal kurz auf die Geschwindigkeit achten. Da der fährt relativ zügig, nehmen wir mal so einen, da er braucht Rohöl. Und... Die sind alle ein bisschen langsamer. Ah, das ist eben doof, weil dann fährt natürlich auch unser Kollege einiges langsamer. Ah, hier wären sie, die anderen. Nehmen wir noch einen von denen. Dann hier noch einer. Die fahren sicherlich alle 160, weil die Lok selbst fährt auch ein anständiges Tempo. Die sind auch schon wieder zu langsam. Okay, dann bleiben wir bei denen hier unten. Dann nehmen wir nochmals einen vom gelben. Dann nehmen wir nochmals zwei vom blauen. Und im Endeffekt nochmals so einer hier. So, ich hoffe, er kann das ziehen. Und was haben wir gesagt? Etwa drei Züge. Machen wir mal drei, ja, halt. Oder zwei. Wir machen mal zwei, weil wir haben erst eine komplette Linie angeschlossen. So, und du bist dann Güter Rohöl. Ja, das ist jetzt noch gut gemacht hier. Wir haben da zwei. Schon haben wir das erste Problem. Ich schätze auch, dass es die pinkige hier war. Wo bist du jetzt wieder? Güter, die hier. Ja. Gut, dann schicken wir dich also auf Reisen, zumindest mal was das Rohöl betrifft. Oder willst du nicht wirklich? Doch, müsste es eigentlich. So, lad mal da den ersten Zug da, jetzt bin ich gespannt. Jawohl, und auch du kannst dich bereit machen. Und dann auf die Linie. Wow. Na, da geht es dann gleich nach oben. Ich weiß gar nicht, wie viel du mitnehmen kannst. 117 zweimal. Das sollte für den Anfang schon mal reichen. Und dann fährst du hier ins Ganze hier rein. Natürlich fehlt uns noch der nächste Zug. Und das wäre dann natürlich der Treibstoff. Und da könnten wir eine elektrische nehmen. Wir haben ja alles auch elektrifiziert. So. Ist ein kurzes Stückchen, oder? Ja, ist ein kurzes Stück. Da könnten wir doch nochmals versuchen mit einem Krokodil. Und zwar nehmen wir das hier. Das fährt 75. Und ich denke, das genügt auch. Wir haben hier noch andere Krokodile, das ist klar. Die sind aber einiges teuer und von dem her, uns genügt eigentlich mal
dieses Krokodil. Darum kaufen wir das auch und nehmen noch gütermäßig ähnliche Teile. Der fährt 75, da können wir uns jetzt mit diesen verschiedenen da zurechtfinden. Zwar nehmen wir dann da Treibstoff, nehmen da von jedem mal einen mit. Noch einen vom Shell hier. Dann einer von denen noch. Ich glaube, die sind eh nie voll ausgelastet. Ah, der ist schon wieder... Nein, den nehmen wir nicht. So, einer können wir noch nehmen. Jetzt glaube ich aber, der hat schon... zu viel, was er da mitnimmt. 89. Nee, komm, das lassen wir so. Diese 89, die nehmen wir uns. Wir nehmen aber auch nur einen. Ja. Dann bringen wir dich auf die Linie. Mal hier nehmen. Wir nehmen dich auf die Linie. Güter, Treibstoff, Boden, Kirchen. Genau. Ein Fehler. Aha. Da haben wir noch einen Fehler. Was ist denn der Fehler? Du kommst da nicht durch wahrscheinlich. Doch, müsstest eigentlich auf diese Spur kommen. Warum kann ich dich jetzt nicht... Was habe ich da falsch gemacht? Also Güter... Nee, ich kann ihn nicht... Bring ihn nicht rüber. Kann das sein, dass... Aha. Ja, wir können hier, weil wir keine Oberleitungen haben. Och, das ist jetzt schade. Okay, folgendes. Wir machen hier halt ein separates Depot. Das ist jetzt doof. Dass wir hier keine... Gut. Dann machen wir das ganz anders. Dann nehmen wir eine Standardteil, ebenfalls hier hinten. Und jetzt mal noch zuerst einen Abzweiger machen. So, da gehen wir da durch. So, und jetzt machen wir hier noch unser Standarddepot hin. Aber ich liebe gerne ein bisschen weiter da hinten noch. So, und dann hier hinsetzen. Ja, dann machen wir halt so ein Depot. Schade, aber jetzt habe ich da natürlich keine Oberleitung gemacht. Jetzt hat er die Oberleitungen. Dann kaufen wir halt hier den Zug. Ganz einfach. So, nochmal das Krokodil. Güter. Gehen wir da nochmals durch. Wir haben gehabt. Einmal so, dann einmal von denen, dann den Shell haben wir auch noch gehabt, der auch, der noch, dann glaube ich einen weiter oben, einer von denen nicht, aber der glaube ich noch. So, jetzt müsstest du wieder diese 89 haben. Gut, und jetzt auf die Linie. Ich hoffe, nun müsste es funktionieren. Treibstoffboden Kirchen. Ja, jetzt klappt's. Gut. Dann hier noch ein bisschen glätten da. Okidoki. Gut. Sehr schön, gefällt mir. Also das können wir da ganz bestimmt mal noch ganz cool machen hier hinten. Die sind da bereits schon weg. Der eine ist der bereits, der ist schon hier hinten. Okay, hat er schon geladen? Nein, geladen hat er noch nicht. Aber jetzt dann gleich, weil er hat da schon 30 Stück hier. Okay, was ist der Bedarf? Der Bedarf ist momentan, ups, das wollte ich eigentlich nicht, Potenzial 58. Okay, gut, also der ist mal zu... Ja, ein Viertel hat der schon mal was. Alles klar. Und man hätte natürlich auch die hier nehmen können. Naja. Okay, und der andere ist hier unterwegs. Und zwar noch mit einem sehr anständigen Tempo. Mit diesen 115. Er kann zwar viel schneller fahren. Das genügt aber vollkommen. Und hier haben wir jetzt unser Krokodil. Oh, es gefällt mir.
Sehr schön, sehr schön. Alles klar. Gut, also diese Verbindung hätten wir. Und schon wieder bald die Folge rum. Also, was man hier an Zeit verschwendet, das ist unglaublich. Okay, der fährt halt noch weiterhin leer. Aber das wird sich auch bald ändern. Gut, wir müssen eine weitere Linie hier einrichten. Denn wir brauchen hier Abnehmer. Und da kommen wieder Sachen. Wie mit Kranwagen und... Ui, das sieht aber ganz cool aus hier. Ja, ich sage ja, wir haben doch einiges an Mods geladen hier. Aber jetzt nervt mich das irgendwie da. Ich da mal gucken. Wir haben da so viel. Und irgendwie geht das Zeug nicht wirklich weg. Wir müssen diese aktualisieren, dass da mehr kommt. Die müssen da mehr liefern an... an Kunststoff. Das heißt, der hier ist Fahrzeug. Mal schnell gucken da. Ja, ich glaube, die können wir dann da wieder aktualisieren. Ja, also es ist nicht tragisch hier, aber man kann das sicherlich verbessern. Weil hier staut sich das Ganze auch. Es gibt immerhin noch ein paar Sachen, die hier weiterverarbeitet werden. Ein paar, die offen bleiben. Und dann hier unten haben wir auch dann Güter, die jeweils verteilt werden. Okay, also es funktioniert einigermaßen. Wenn wir hier, das wollte ich eigentlich nicht ansehen. Ich wollte mal die Linien ansehen. Ja, das ist die neue Linie. Ist klar, mach Minus. Und Tüzen. Oh, das sind aber Personensachen. Die sind gar nicht so übel dran hier. Und wo haben wir noch Güter? Ja, die machen auch ein bisschen. Aber so schlecht sind wir gar nicht dran, würde ich da mal behaupten. Wir haben die meisten hier eigentlich im Plus. Ja, gut. Aber ich habe auch gesehen, wir haben da wieder mal... Eieieiei. Ich glaube, ich habe da noch Arbeit vor mir. Ich mache das im Offline-Modus. Das mache ich jetzt nicht alles, weil das ist wirklich langsam zu viel. Und es gibt sicherlich... ein paar Sachen, ja, ich werde da mal gucken, ob ich 1:1 übernehmen kann. Wenn nicht, lasse ich die offen, dann machen wir das wieder zusammen. Gut, dann hätten wir das für diese Folge. Also im Offline-Modus kurz das Ganze aktualisieren. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter, dass wir hier die nächste Linie hier machen. Und zwar würde ich vorschlagen, dass wir wieder eine Linie nehmen, die... mit Zug betrieben wird. Und zwar nehmen wir dann eher Scharnebeck ans Netz noch mit diesem Güter oder mit diesem Treibstoff. Und eben hier haben wir gesagt, die Autobahn nach Steinalben. Offen ist immer noch, ob wir Prestwitz auch noch gleich mit annehmen, dann könnte man auch hier noch durchdüsen. Aber ich glaube, das werden wir in den nächsten Folgen dann wieder sehen. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich verabschiede mich. Euer Pecky. Bye bye. Ah, kommt noch zuerst der Autosave. Lassen wir den auch noch kurz rüberbrettern. So, und nun, ich bin weg. Bye bye.